Willkommen in Galway. Wir machen nicht nur die Cliffs of Moher und noch jede Menge andere Scheiße, sondern wir gucken uns auch Galway selbst an und gucken, was es hier Geiles zu essen gibt. Denn ich bin Mike, Food-Konnoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und wir sind im zweiten Teil unserer Irlandreise angekommen. Während wir in Teil 1 vor allem Dublin und die Halbinsel Howth unsicher gemacht haben, mega nice, geht es jetzt weiter mit der krassesten Pubstraße in Galway. Und wir schnappen uns ein Auto und fahren den Atlantic Wildway bis zu den Cliffs of Moher. Das sind die Cliffs of Moher. Ach ja. Am Ende machen wir dann noch die absolut wilde Guinness-Tour in Dublin. Let's fucking go! Galway, die wilde Schönheit an der Westküste. Hier werden wir 3 Tage lang nicht nur die besten Pubs unsicher machen, sondern auch eine Kleinstadt mit richtig viel Foodkultur genießen. Dazu noch der Eintagestrip mit dem Auto. Ob sich das lohnt, erfahrt ihr nachher. Und mit dem Essen fangen wir auch an. Ich will euch natürlich die Stadt zeigen, aber erstmal gehen wir bei Dobros die vielleicht beste Pizza der Stadt testen. Die Dobros im Zentrum sind weit über die Stadtgrenzen bekannt für ihre leckere Pizza. Man munkelt sogar, die beste Pizza Irlands, das testen wir mal. Die Einrichtung ist schon sehr cool, die haben sehr coole eigene Getränke, zum Beispiel ihr eigenes Bier, aber auch noch Brewery-Stuff aus Connemara. Dann eine interessante Cola, die echt gut schmeckt. Generell die Sorten an Pizzen, die die haben, ist mega krass. Ich habe mich zum Beispiel für eine entschieden, die wie eine Caesar Salad belegt ist. Und ich bin richtig gespannt, wie das wird. Ich habe hier sehr viele Pizzen gesehen, die ich super lecker fand. Und generell sieht das eher aus wie so ein Pizzatempel. Die haben auch schon Preise gewonnen. Also die Voraussetzungen sind sehr gut, dass es eine richtig geile Pizza wird. So Leute, die Pizza war echt nice. Ist jetzt nicht vielleicht die beste Pizza, die ich je hatte. Aber gerade der Rand hat richtig gut geschmeckt. Guter Teig. Und ich finde immer noch diese Mix aus einem Caesar Salad, also mit den Croutons oben drauf, dem Salat, dem Dressing, war richtig geil. Das ist mal eine außergewöhnliche Pizza gewesen. Jetzt bin ich gestärkt und wir gehen endlich die Innenstadt unsicher machen. Obwohl die Stadt nur 84.000 Einwohner hat, ist es die drittgrößte Stadt des Landes. Ist auf jeden Fall sehr hübsch hier, ne? Alles sehr klein und dense. Überall gibt es diese kleinen Läden an jeder Ecke, in denen man reinstöbern kann. Wir suchen jetzt auch einen Buchladen, der richtig cool sein soll. Mal gucken, was wir alles so finden in der Stadt. Der Buchladen sieht super klein und unscheinbar aus, wenn man reingeht. Aber dann sind da immer noch mehr verwinkelte Räume. Er ist relativ groß, es gibt super viel zu sehen. Sie haben jede Menge alte Bücher auch. Man kann sehr viel über die irische Geschichte natürlich an Büchern bekommen. Richtig geile Bücher auf irisch-gälisch kann man hier auch bekommen. Ich habe mir am Ende Herr der Ringe einfach mal als Gesamtedition gekauft. Und das ist mein kleines Souvenir. Jetzt gehen wir aber weiter in die Stadt. Überall kann man hier was über die Geschichte von Galway lernen, zum Beispiel über die 14 Tribes, die zu den Gründungsfamilien Galways gehören. Aber generell, Galway ist schön, sehr zentral, sehr klein, alles sehr dense zusammengefunden, finde ich super cool. Man merkt an jeder Ecke der Stadt, wie viel Geschichte hier drin steckt. Gefühlt, jedes Gebäude hat eine eigene Geschichte. Kein Wunder. Denn die Stadt ist in der Hochzeit des Mittelalters entstanden und erste Bauten sogar schon im 9. Jahrhundert. Direkt an der Mündung zum Meer hin ist der Spanish Arc und das Latin Quarter. Die heißen so, weil Galway schon immer sehr krass für Handel bekannt war. Und gerade im 15. Jahrhundert, als die Spanier die Weltmacht waren, gab es hier sehr viele spanische Handelsposten in Galway. Und deswegen wurde hier auch sehr viel Spanisch gesprochen und es gab sehr viele spanische Kaufleute. Deswegen ist es das Latin Quarter und das hier, der Spanish Arc. Ja, der Ark ist sozusagen das letzte Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtmauer. Damals gebaut natürlich, um die Stadt zu verteidigen. Aber man kriegt hier einen schönen Eindruck,
wie die Geschichte Galway geprägt hat und wie mittelalterlich das hier schon immer noch aussieht, obwohl es eigentlich immer sehr viel modernisiert wurde. Wir kommen gleich auch zu einer bestimmten Gasse, die zeige ich euch dann. Davon gab es früher richtig viele hier. Mittlerweile, weil die Stadt eben im 19. Jahrhundert renoviert wurde, restauriert wurde, gibt es weniger Gassen hier, aber man hat immer noch diesen mittelalterlichen Vibe hier und das finde ich sehr geil. Für Foodliebhaber ist hier auch das Art Bia at Nimmos, eines der best ausgezeichneten Restaurants mit irischem Essen. Natürlich gibt es auch einige Gebäude aus dem Mittelalter, die es nicht überlebt haben, aber dafür die Grundmauern. Das ist die Hall of the Red Earl, eine indoor-archäologische Stätte, casually aus dem 13. Jahrhundert. Direkt hier neben dem Spanish Arc und dem Visitor Center, das ihr auf jeden Fall mal besuchen könnt, beginnt der Long Walk, sozusagen eine kleine Küstenstraße, wo man schön aufs Meer gehen kann. Und bei gutem Wetter sieht man sogar die Aran Islands direkt vor Irland. Ja, das Wetter ist ein bisschen Schietwetter, ne? Würde man in Hamburg, glaube ich, sagen. Der Weg ist ganz hübsch. Jetzt nicht so krass besonders, man geht an so schönen kleinen Häusern vorbei und hat dann die schöne Aussicht auf die Bucht. Richtig geil, hier fühlt man sich wirklich wie so ein Fischer. Deswegen habe ich meine Mütze auch so hochgekrempelt. Ehrlicherweise war es jetzt keine krasse Sehenswürdigkeit, aber bei den kurzen Wegen kann man sich wirklich alles mal angucken hier in Galway, ohne dabei aus der Puste zu kommen. Ich habe es ja euch schon in Dublin gezeigt, überall in Irland ist alles in zwei Sprachen ausgestellt, also einmal in Englisch, dann aber auch in Gälisch-Irisch. Das ist ja eine eigene Sprache, die keltisch ist. Dabei wird sie aber in großen Teilen des Landes eigentlich gar nicht mehr gesprochen. Aber ein bisschen nördlich von Galway ist zum Beispiel noch eine Region, also vor allen Dingen hier im Westen gibt es einige Regionen, wo eben noch aktiv Gälisch als erste Sprache gesprochen wird. Super interessant. Leider haben wir keine aktiven Sprecher gehört. Außer im Zug. Da wurde alles auch auf Irish gesagt. Zum Zug und wie man damit am besten reist, kommt nachher aber mehr. Das Gute ist, dass die Altstadt relativ klein ist und man sogar bei so einem Kackwetter wie hier in relativ einer Stunde schon locker die Innenstadt sich mal angucken kann. Und die ist echt schön, vor allem wenn man jetzt hier ankommt. Und das ist die Quay Street. Das ist die bekannteste Straße wohl. Denn hier sind alle Pubs und normalerweise die Straßenmusiker bei Sonnenschein. Stellt euch das sonnig vor, aber es ist trotzdem schön. Es gibt hier viele kleine verwinkelte Gassen und der Herbstvibe macht es alles so richtig kuschelig, trotz Kackwetter. Und wie es mir gefällt? Ich lieb's und ich find's sogar geiler als Dublin. Schlagt mich ruhig dafür. Galway ist bis jetzt mein Highlight, neben Howth. Falls ihr erst hier neu eingestiegen seid, Howth haben wir in Teil 1 der Irlandreise gemacht und war bisher mein absolutes Highlight. Aber mehr Natur kommt auch bald, denn die Cliffs warten ja. Dazu später mehr. Jetzt kommt ja noch mehr Altstadt-Content. Natürlich wurde schon oft über Galway gesungen. Bekannt natürlich in der Moderne, gerade vor allen Dingen durch Ed Sheeran mit seinem Song Galway Girl. Und die Galway Girl sitzt sogar hier als Monument, kann man sich nebensetzen. Heute ist es aber sehr windig und wie ihr hört auch sehr regnerisch und eigentlich ein Kackwetter, deswegen habe ich mich jetzt nicht neben sie gesetzt, aber sie sieht trotzdem sehr hübsch aus. Geil ist aber auch in dem Musikvideo von Ed Sheeran, tingelt er hier von Bar zu Bar und hier sind echt so viele Pubs nebeneinander, dass ich mir vorstellen kann, dass man hier einige crazy Pubcrawls machen kann. Wenn ihr mal richtig was Schönes essen wollt, dann geht ihr hier zu McDonald's. Nicht McDonald's, sondern McDonald's, denn das ist richtig geiles Seafood. Und jetzt sind wir in der Curven Lane. Etwas ruhiger, aber eine kleine süße Gasse, wo dann diese Läden hier überall sind. Kann man richtig schön durchgehen. Und das ist so ein bisschen so wie Galway eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, früher war. Da gab es super viele dieser Gassen, aber irgendwann haben sie die Stadt halt nochmal umgebaut. Und das ist eine von den wenigen, die so geblieben ist. Der wohl bekannteste Pub hier ist der The Front Door Pub. Einige behaupten, der beste Pub der Welt. Mal schauen, ob wir das testen werden. Denn hier gibt es noch einige mehr. Marc hat sogar einen richtig geilen, einfach bei sich im Hotel. Da kommen wir später aber auch noch hin.
Ja, bei so einem schlechten Wetter kann man sich auf jeden Fall mal gemütlich machen und sich ein Getränk holen. Und wir sind im Hazel Mountain Chocolate. Das ist eine, die machen ihren eigenen Kakao. Das ist mit Dark Schokolade, 67%. Schmeckt richtig gut. Hier kann man auch noch Schokolade und so kaufen. Ist recht teuer, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Gerade an einem so windig verregneten Tag, also der perfekte Unterschlupf, wo man sogar Schokolade in Schafsform bekommt. Aber auch ehrlich, es ist nicht vergleichbar mit Knobs in London. Ich träume immer noch von diesem Kakao, den ich dort hatte. Jetzt kommen wir wohl zur krassesten Bank, die ich so gesehen habe. Und zwar der da. Denn das ist ein Schloss, also ein Castle. Das Lynch Castle, gemacht von einem Oberbürgermeister hier, also die Lynch sind eine Familie gewesen, eine von den sehr großen Familien her, die lange Zeit lang sozusagen den Bürgermeister gestellt haben und so ein bisschen die Stadtgeschicke geleitet haben. Und die haben sich so ein riesiges Castle mitten in die Stadt gestellt und mittlerweile ist das eine Bank und das sieht ziemlich geil aus. Direkt am Start, also da wo der Hauptbahnhof ist, ist auch der Park, an dem Mark direkt sein Hotel hat, in einem Pub. Aber in den Pub gehen wir erst morgen, denn dann gibt es da wieder ein Pub-Quiz. Und diesmal versuchen wir wieder zu gewinnen, drückt uns die Daumen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal unser Hotel. Und dafür müssen wir ans andere Ende der Stadt, also gerade mal einen 20 Minuten Spaziergang. Das DeSoto Bed and Breakfast ist eine gemütliche Unterkunft und auch das Frühstück war ganz okay. Insgesamt kann man mal machen. Dafür sind wir dann hier auch nah an der Kathedrale. Lasst euch nicht täuschen, die Kathedrale sieht zwar alt aus, im neugotischen Stil, ist aber von 1965 und hat damals die Stadt fast in den Ruin getrieben, weil sie so teuer war. Deswegen sind teilweise die Leute hier in Galway immer noch schlecht drauf zu sprechen und vor allen Dingen auf den Bischof von damals. Verständlich, wenn man an die Unsummen denkt, die da reingeflossen sind. Bin ehrlicherweise auch nie Fan neuer Kirchen. Mag eigentlich eher die Geschichte der Gebäude, die hier irgendwie fehlt. Nach dem ganzen Spazierengehen wird es natürlich irgendwann dunkel und dann kommen wir zur Abendunterhaltung. Aber die enthalte ich euch jetzt erstmal, denn ihr geht jetzt erstmal zum nächsten Tag, springt ihr schon, Cliffs of Moher und mehr. Und ich gehe jetzt in den Pub und das zeige ich euch dann am Ende von Galway, wie die ganzen Pubs hier waren. Viel Spaß. Wir haben unser Auto bei Budget geholt. Die sind relativ teuer gewesen. Für den Tag empfehle ich das auf jeden Fall nicht. Aber jetzt geht's los. Und ich bin auf der eigentlichen Fahrerseite und hier habe ich kein Lenkrad, denn Marc fährt und das auf der anderen Seite. Gang, gang! Nach einer Eingewöhnungsphase geht es dann in die Natur. Unser Ziel, der Atlantic Wildway, zwischen den grünen Wiesen, süßen Kühen und krassen Sehenswürdigkeiten. Das ist Irland in Reinform. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Der Wild Atlantic Way ist sozusagen eine Art Straße, die direkt am Atlantik vorbeiführt, zum Teil zumindest. Sehr verwildert ist, deswegen auch wild. Und da findet man ab und zu richtig geile Sachen, zum Beispiel wie das Castle hier. Das ist Dundare Castle aus dem 16. Jahrhundert. Das ist so ein typisches Towerhouse, nennt man das. Das ist also kein richtiges Castle, also keine richtige Burg, die zu Verteidigungsdiensten oder zu militärischen Diensten da war, sondern da hat jemand drin gelebt. Im 17. Jahrhundert noch und dann ist es irgendwann verfallen und im 20. Jahrhundert hat es wieder einer aufgekauft und es ist einfach wunderschön hier. Guckt euch mal das alles an. Gerade die Lage macht dieses Schloss besonders, weil es einfach wirklich direkt an der Mainstraße ist, also an dem Wild Atlantic Way. Ich habe euch noch gar nicht von dem Plan erzählt. Wir werden jetzt den Wild Atlantic Way weiterfahren. Unser Ziel ist das Cliff of Moher. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr über Irland überhaupt nur nachgedacht habt. Das sind diese riesigen Klippen.
Und am Ende wollen wir dann den Burren National Park machen. Zumindest kurz noch durchfahren, wenn es geht. Denn wir müssen um 18 Uhr das Auto wieder abgeben. Mal schauen, was wir in 8 Stunden alles unterkriegen. Ganz schön viel, denn es macht einfach einen Riesenspaß, diese Straße entlang zu fahren und die Freiheit zu genießen. Man kann das alles natürlich auch in Bustouren machen. Ich finde aber, Auto macht es noch geiler und stellt euch mal vor, ihr hättet noch mehr Zeit und könntet jedes kleine Detail in Ruhe erkunden. Wir genießen diese Fahrt bis zu den Cliffs, die übrigens gerade mal so 2 Stunden dauert. Man vergisst dann schnell die Zeit und schwuppdiwupp ist man schon auf dem Parkplatz vor den Klippen. Da kostet der Eintritt 12 Euro, ist definitiv nicht billig, aber der View soll sich auf jeden Fall lohnen. Ich war damals vor 9 Jahren mal schon mal hier, deswegen damals war es richtig geil. Mal schauen, ob meine Erinnerung mich trügt und ich sehr viel Nostalgie habe oder nicht. Wir gehen hin. Wenn ihr aber sehr wanderfreudig seid, könnt ihr hier zu den Cliffs hochwandern. Dafür gibt es extra Wanderwege von den Dörfern nebenan. Generell gibt es am Wild Atlantic Way mit mehr Zeit viel, viel mehr zu sehen. Ich kann euch empfehlen, nehmt euch auf jeden Fall den ganzen Tag, wenn ihr zu den Cliffs wollt hier. Weil dann könnt ihr euch wirklich so gemütlich an dem Wild Atlantic Way entlangfahren und noch ein bisschen was anschauen. Wir mussten so ein bisschen hetzen, weil wir echt 18 Uhr wieder zurück nachher sein wollen. Aber jetzt genießen wir erstmal den Ausblick auf die Cliffs. Das sind die Cliffs of Moher. Viel näher kommt man nicht ran, weil die geschützt sind und vor Erosion auch geschützt sind. Aber die Aussicht ist einfach richtig schön. Ob an den Klippen entlang wandern, sich an den Turm stellen und den Musikern zuzuhören oder durchs Visitor Center zu laufen und mehr über die Region und ihre Tradition zu erfahren, es ist wirklich ein wunderbarer Ort mit vielen Möglichkeiten. Hinter mir sind die Aran Islands, eine davon ist Inishir und das ist ja die Insel von Banshees of Inisherin, dem Film. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt euch den an, super geil und super weird. Gefilmt wurde aber eigentlich auf einer anderen Insel, aber eigentlich sollte die Insel damit gemeint sein. Man kann hier übrigens bis ans Ende der Cliffs gehen, also ganz bis da hinten hin, wo die Menschen nur ganz klein zu sehen sind. Da kommt man auch viel näher an die Klippen ran. Das ist aber auch weit weg und ich habe Höhenangst, also eine Lose-Lose-Situation für mich. Wir gucken uns aber trotzdem noch ein bisschen um hier und genießt ihr einfach mal den Ausblick. Ob 1 Stunde oder 3-4 Stunden, irgendwann muss es dann ja leider weitergehen. Für uns, weil wir zurück nach Galway wollen, geht es durchs Landesinnere, mal was anderes sehen. Mit einem kleinen Abstecher zum Burren National Park. Nehmt euch auf jeden Fall genug Zeit beim Rückweg auch. Dann kommt ihr an so richtig coolen Plätzen wie hier vorbei. Wir sind jetzt gerade am Burren National Park. Hier kann man eigentlich wandern gehen. So viel Zeit haben wir aber nicht mehr. Aber ihr kommt auch an kleinen, cuten Towns vorbei, wie Ennis oder sowas hieß das, glaube ich. Zumindest gab es auch eine coole Bäckerei und alles sehr lecker. Wenn ihr übrigens aber Snacks wollt, dann holt euch auf jeden Fall die von Taito. Das sind irische Chips und die sind richtig geil. Gönnt euch das. So, jetzt kriege ich aber richtig Hunger und vielleicht essen wir jetzt mal Fish and Chips oder sowas. Mal gucken. Ihr springt auf jeden Fall nach Galway und wir fahren zurück. Ohne Regen ist hier richtig viel los und überall Straßenmusiker. Mega nice. Jetzt verstehe ich umso mehr, warum die Leute Galway so lieben. Eigentlich wollte ich heute zu Finnegan's gehen. Das ist ein alter Pub in einem mittelalterlichen Gebäude, die richtig schön traditionell irisches Essen machen. Die sind aber voll. Deswegen gehen wir zu McDonald's. Die habe ich ja schon euch vorher gezeigt. Da soll es richtig geile Fish and Chips geben. Die haben aber auch Chicken und Chips, falls ihr keinen Fisch mögt. Ich bin gespannt, ob ich da einen Sitzplatz bekomme und wie geil es wird. Das ist eine riesige Portion.
Ich habe für 15 Euro, also relativ billig, weil hier kostet sonst immer sehr viel mehr, richtig viel Fish and Chips bekommen. Mit einem Garlic Dip dazu schon direkt. Die Pommes sind groß, schön kross. Und der Fisch schön zart und warm. Richtig geil, kann ich nur empfehlen. In Dublin habe ich euch schon von Murphy's Ice Cream erzählt, die aus Dingle kommt, also aus dem Südwesten der Insel. Und jetzt werde ich mir zum Nachtisch mal ein bisschen Eis gönnen. Hier stirbt leider mein Audio, aber die Kurzversion, das Eis ist echt lecker, cremig und hat sehr viele irische Varianten, wie Brown Bread zum Beispiel. Nach der Stärkung wird es Zeit für die Pub-Tour. Wir zeigen euch einige Highlights endlich. Skef ist ein wirklich riesiger Pub von innen, also man erkennt es natürlich von außen nicht so krass, wie weit und wie groß das ganze Ding ist. Zwei Etagen, heute gibt es sogar noch einen Pubquiz, aber das handelt nur von Friends. Und da muss ich sagen, ich habe zwar alle Staffeln geguckt, auch zweimal schon, aber ich bin da nicht so krass tief drin, mag zum Beispiel gar nicht. Deswegen lassen wir das, gehen noch andere Pubs durchsuchen und kommen hier am Ende nochmal wieder. Bleibt dran. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. War ganz cool. Cider war lecker. War billiger als in Dublin. Jetzt geht's weiter. Pub Nummer 2 hat auch leckeres Bier. Oder was denkst du, Natalia? I need to wait for my Guinness until it settles and he's gonna put some more there. Na gut, dann holen wir uns doch mal einen Snack. Die besten Pommes vielleicht, die Galway so zu bieten hat. Hotel of God. Oh, die sind dick geil. Also merkt euch Partei. Keine langen Schlangen, sehr knusprige Pommes mit heftigen Dips. Perfekte Grundlage für die nächsten Pubs. Wenn ihr weiter westlich geht, also über die Brücke drüber geht, kommt ihr in einen Bereich, der eben nicht so touristisch ist. Weil wenn man ehrlich ist, da auf der Mainstraße sind sehr viele Touristen, vor allen Dingen ganz viele Amerikaner und Amerikanerinnen, die einfach hier hinkommen, um ihre Irish Heritage kennenzulernen. Hier auf der anderen Seite des Flusses ist es dann ein bisschen lokaler, ein bisschen ruhiger dafür auch, aber dennoch geile Pubs, lohnt sich also. Wir gehen jetzt aber weiter zu den nächsten Pubs. Taffys, die hatten Live-Musik. Ich empfehle, schaut immer nach, welche Bar gerade wann Live-Musik hat. Aber das macht einfach noch mal 10-mal geiler. Wir werden auf jeden Fall noch eine Bar suchen, die auch Fiedelmusik spielt. Aber mal gucken, ob wir das finden. You are my sunshine, my only sunshine. Wenn man bedenkt, wie klein Galway eigentlich ist, ist es einfach insane, wie viele Pubs es gibt und keiner davon enttäuscht. Nicht mal der most touristy Pub, den es seit mehr als 800 Jahren sogar schon gibt. So, wir waren jetzt am Ende noch im King's Head. 800 Jahre alt soll der Pub sein. Ich weiß, Touristenattraktion, bla bla bla. Aber der Pub ist groß, hat ein schönes eigenes Red Ale und die Band war unglaublich geil. Hört euch die mal an. Ich denke, Galway ist perfekt dafür, um hier Tagestrips immer Richtung zum Beispiel Cliffs of Moher zu machen, wie wir es gemacht haben. Oder auch Connemara, den Nationalpark und. Und dann kann man abends hier schön die Pubs genießen. Mega geil. Morgen früh werden wir hier noch schön frühstücken in unserem Airbnb bzw. Bed and Breakfast. Und dann geht's ab nach Dublin, zu unserem letzten Tag, wo wir dann auch die Guinness-Tour machen werden. Und wir springen jetzt einfach mal in den Zug. Wir sind im Zug von Galway nach Dublin. Ganz geil. Man kann hier ein Ticket für 15 Euro oder sowas bekommen. Das ist ein Flex-Ticket. Also man kann spontan auch einen späteren Zug nehmen. Das Krasse ist natürlich, dass wir es am gleichen Tag gefühlt gebucht haben und nur so wenig bezahlt haben. Und das ist alles super easy. Also Zugfahren in Irland, mega eine Empfehlung. Ihr müsst nicht an die Deutsche Bahn denken und irgendwelche Traumata daher. Alles easy. Und jetzt geht's weiter nach Dublin. Das sind irgendwie nur 2 Stunden. Und da werden wir auf jeden Fall die Guinness-Tour machen. Ich hoffe, ihr freut euch. So,
So, zurück in Dublin ist die erste Aufgabe des Tages natürlich was essen, bevor wir zu Guinness gehen. Und da empfehle ich euch hier die Markthalle hinter mir. Da ist auch Simon's Place. Das ist ein sehr cutes kleines Café, wo man Kaffee und Kuchen essen und trinken kann. Aber an der anderen Seite soll auch ein Wein- und Käseladen sein, der geiles Cheese Sandwich hat. Und das schauen wir uns mal an. In Teil 1 unserer Irland-Tour waren wir ja schon in Dublin. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns jetzt neue Locations an, die wir vorher nicht gesehen haben, um also die Dublin Experience komplett zu machen. Deswegen gibt es diese geilen Cheese Sandwiches, die wir in einer Wein-Käse-Bar gefunden haben. Auch mal was Neues. Wie gesagt, verkaufen sich hier Wein und Käse und eben auch diese geilen Cheese Sandwiches in drei Varianten. Einmal mit Chorizo, die hat sich Marco geholt. Dann Natalia mit der Classic und ich mit der Ham und Cheese. Und es ist echt sehr geil mit den Scallions drauf. Und generell die verschiedenen Käsesorten mischen sich sehr gut. Richtig geiles Sandwich, richtig geiler Snack und eine sehr cute Area around. So lecker. Jetzt geht es zu unserem letzten Highlight und das hat es in sich. Wir machen die Guinness Storehouse Tour, wo man nicht nur einen trinken kann und noch einen trinken kann, sondern mehr über das Brauen erfährt, aber auch um den ganzen Guinness-Hype und Kult, der hier in Irland so riesig ist. Was man ihnen lassen muss, sie machen insane krasses Storytelling. Ich trinke eigentlich keinen Guinness, aber wenn man sich hier rumläuft und die Geschichte hört, wie Arthur Guinness das damals erfunden hat und wie sie immer bei 232 Grad die Hefe anregen und oh, das klingt schon sehr krass und da kriegt man auch schon Durst auf so ein Getränk, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte. Not bad. Klar war es auch, wenn man zwischendurch Durst bekommt, kann man sich einfach ein Guinness schon holen, da wo das Café ist. So schnell kriegt ihr mich aber nicht. Okay, sie haben mich gekriegt, es gibt einen Tasting Room. Mal gucken, was wir alles testen dürfen. Wir waren jetzt im Tasting Room, da wurde uns so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Man hat so ein bisschen auch die Aromen smellen können, zum Beispiel Malt, Yeast und noch so ein paar andere Sachen. Und am Ende hat man dann so ein ganz kleines Guinness bekommen. Das musste man sich dann in den Mund kippen, 2-3 Sekunden auf den Mund, in den Mund lassen, damit man auf der Zunge die verschiedenen Zutaten schmecken kann. War ganz interessant, kann man auf jeden Fall mal machen. Jetzt habe ich wirklich aber Durst, muss ich sagen. Vorher aber noch, die obskuren Werbeclips von Guinness sind weltweit bekannt. Und hier gibt es sogar Ausstellungsstücke dazu. Vom Brauen bis zur Vermarktung, hier wird einem wirklich alles gezeigt, was Guinness so besonders macht. Nach der Werbung kommt das Pint. Und zwar lernen wir in der Guinness Academy selbst, wie man ein Pint pourt. Ja, da bin ich mal gespannt. Zapfen habe ich schon mal gemacht, als ich 10 war. Mal gucken, wie gut das hier läuft. Insgesamt eine lustige Erfahrung. Man darf mal ein Guinness eingießen und es danach auch trinken. Deswegen gar nicht so teuer am Ende. Gibt dafür 2-3 Steps, die man macht und es fühlt sich schon cool an. Irgendwie so, als würde man in einen Kreis der Guinness-Experten eingebunden werden. Schaut euch das an! Wir sind zertifizierte Guinness-Brauer. Nein, wir haben einen Guinness geschafft, das war sehr gut. Kostet, glaube ich, nur 6 Euro mehr, als wenn man nur in der Gravity-Bar ein Bier sich puren darf. Ganz lecker, schmeckt gut und es war richtig cool, mal sowas zu machen. In der Tour inkludiert ist auch ein Bier in der Gravity-Bar, in der man den Ausblick über ganz Dublin hat. Wenn das Wetter mal besser ist natürlich. Auf der Webseite könnt ihr euch übrigens für die verschiedenen Touren anmelden und da auch entscheiden, was ihr inkludieren wollt und was nicht. Ich bin ehrlich, die Gravity Bar hat es mir irgendwie nicht angetan. Dublin hat jetzt keine krasse Skyline, es war kühl und sehr voll. Das Guinness aber hat trotzdem geschmeckt. War aber trotzdem cool, weil wir haben noch ein Pint bekommen. Am Ende hat man sehr viel über Guinness gelernt. Man hat so ein bisschen auch so Awareness bekommen, wie geil Guinness sein soll. Ich bin immer noch nicht der größte Fan, aber so ein bisschen besser schmeckt es hier durch das Storytelling. Und jetzt gehen wir zum letzten Abendessen hier in Dublin. Und dafür gehen wir in den Temple Bar District. So Leute, zum Schluss waren wir bei Bunsen und hatten richtig nice Burger, richtig schöne Fastfood-Burger. Nicht allzu billig, aber auch nicht zu teuer. Man wird auf jeden Fall gut satt. Wir sind jetzt in einem Temple Bar District, werden auf jeden Fall noch in die Pubs gehen. Aber
für euch ist hier Schluss, denn wir verabschieden uns und ich lasse die anderen beiden mal kurz ihre Highlights aus Irland zusammenfassen. Wie würdest du den Trip hier raten? Der Trip war überragend. Highlight war auf jeden Fall die Live-Musik überall, aber vor allem in Galway. Wenn es nochmal so ein paar verschiedene Instrumente sind, ist es wirklich nochmal 10-mal geiler. Mit Abstand das Highlight. Okay, my highlight was the shade of greens in the grass. Sheep and cows that I booked in the nose and she didn't like it. Mein Highlight war ganz klar die Natur und alles, Cliffs of Moher und, Howth. Aber hier gibt es so viel zu sehen. Dublin ist schön, Galway ist schön und hier gibt es noch so viele andere Städte. Das war nicht mein letztes Mal in Irland, aber mein letztes Mal für heute. Vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu subscriben. Haut da rein. Tschüssi. Ja, und damit findet unsere einwöchige Tour durch London und Irland ein Ende. Es war ein absolutes Highlight, die englische Hauptstadt zu sehen und sich dadurch die besten Foodmärkte zu fressen, um dann auf die grüne Insel zu fliegen und die pure Natur zu genießen. Wir sind jetzt am Ende angekommen, aber die nächste Reise wartet schon. Dazu dann aber mehr in ein paar Wochen. Ab in die Highlights. You want to leave this place where we grew up, this old town. Just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.